Hi Leute und willkommen zu meinem ersten Hair-Tutorial. Also wie ihr seht, ich habe meine Haare gewaschen mit Shampoo und Moisturizer sozusagen oder Conditioner. Jetzt mache ich ein Detangler-Spray rein und zwar ist das von Shea Moisture und zwar Kids Coconut Hibiskus und das spritze ich einfach in meine Haare und ich mache schon mal so, wie ich meine Haare nachher haben möchte, so einen kleinen Part. Das kann ich also mit den Händen machen. Ich habe schon in der Dusche meine Haare durchgebürstet und durchgekämmt. Als nächstes nehme ich das Shea Moisture Raw Shea Butter Extra Moisture Transitioning Milk für trockenes und kaputtes Haar. Das nehme ich eine gute Portion in meine Hände, verreibe diese und gebe die dann dahin, wo meine Haare am ehesten, wie soll ich sagen, ausflippen und extrem trocken werden. Da mache ich das rein und wie ihr seht, ich mache das so in einer Drehmotion, mache ich das rein, damit sie sich schon in ihre natürliche Position drehen, weil meine Locken unten, wie ihr seht, sind schon richtig cool, weil die gehen von alleine da rein, aber oben sind meine Haare so ein bisschen wilder und machen ein bisschen mehr, was sie wollen. Da gebe ich ihnen sozusagen ein bisschen Unterstützung mit diesem Moisturizer oder Conditioning oder wie man immer das nennen möchte und eben platziere sie in die richtige Position und verteile diese eben nur auf die Partie, die ich möchte, dass sie so bleibt, wie ich sie mir vorstelle. Wie seht, ich habe da einen kleinen Klecks einfach übersehen und nicht richtig eingearbeitet. Dann nehme ich einfach noch ein bisschen mehr, weil ich einfach gern dieses Zeug in meinen Haaren habe. Genau, dies verteile ich dann gut. Wie gesagt, ich habe meine Haare schon gewaschen, die sind dann so feucht. Ich trockne die nicht mit einem Handtuch, sondern ich lasse die mehr oder weniger dann Luft trocknen und dann eben dieses Spray, dann dieser Moisturizer und danach lasse ich die einfach so ein bisschen Luft trocknen und ein bisschen so, wie sie sind. Und natürlich habe ich es vergessen und zwar, das ist so ein Buttercream und zwar, ja, jetzt kriege ich das natürlich nicht auf, weil meine Hände super eklig sind. Jedenfalls diese Buttercream, ja genau, ja wie ihr seht, ups, ging daneben, muss ich meinem Assistenten geben, meinem Kameramann, vielen Dank. Und da ist sie, die Buttercream. Genau, diese Buttercream erlaubt sozusagen, dass ich die Haare, die am widerständigsten sind oder die sich nicht so drehen wollen, wie sie wollen, die kann ich dann einzeln nehmen. Und das sind eben bei mir die obersten, weil die einfach ein bisschen wilder sind als die anderen. Die nehme ich dann und ich drehe die in die Position, wie sie natürlich sich auch drehen würden. Also sprich, wie sie sich drehen, wenn ich sie natürlich, also ihr seht, die sind schon so gelockt, aber nicht wirklich gelockt. Deswegen gebe ich ihnen einen extra Twist, damit sie dann in diese Position gehen. Das mache ich bei, also das kann man natürlich je nach Haar unterschiedlich machen. Ich mache das einfach so bei 4 bis 5 Strähnen, weil die mir besonders wichtig sind, dass die, weil das die oberst aufliegenden sind, damit die halt richtig schön aussehen und nachher dann das perfekte Ergebnis haben und nicht, dass die dann irgendwie so 3 Haare so wie Antennen abschließen. Dann lasse ich das einfach so in meinen Haaren drin. Genau, und da nehme ich noch eine Strähne und wie gesagt, ihr braucht da keine Bürste oder nichts dafür. Ich sage sowieso Bürste weg, die könnt ihr in der Dusche benutzen, die könnt ihr, wenn ihr Conditioner drin habt in euren Haaren, würde ich durchbürsten und dann eigentlich mit der Bürste lassen, weil ihr, sobald ihr eure Haare aufkämmt, habt ihr einen riesen Busch auf dem Kopf. Es sei denn, dieser Look ist gewollt und dann natürlich, bitte kämmt eure Haare auf, aber ich bin da eher für so, ja, ein bisschen natürlich, dass sie einfach so gut gepflegt sind und halt in ihre gute Position reinkommen. Deswegen, ich twiste die halt, wie sie sich von Natur aus twisten würden, nur gebe ich ihnen diesen extra, sag ich mal, Unterstützung durch diese Creme, dann bleibt es so. Ich habe das gerne in meinen Haaren. Ich glaube, da muss man, jeder muss das ein bisschen selber rausfinden, wie er das mag. Und zack, und jetzt lasse ich es einfach Luft trocknen und das war's. Und jetzt warten wir, keine Ahnung, 1 Stunde, 2 Stunden und dann sind die Haare erst richtig puschig und richtig cool. Ach übrigens, das ist mein Shampoo, damit wasche ich meine Haare. Ich werde natürlich das in meiner Description Box aufschreiben und das ist mein Conditioner, das ist auch von Shea Moisture, ein Restore Conditioner für Damaged and Dry Hair. Wie gesagt, das lässt man so 10 bis 15 Minuten in den Haaren, wenn man duscht, da kann man sich nebenbei dann, keine Ahnung, waschen, schön sauber machen, peelen, shaven oder sonst irgendwas, genau.
Dann mache ich da ganz schön vor, was man da alles machen kann. Und dann heißt es halt einfach warten, bis die Haare trocknen. Das dauert alles ein bisschen, weil so viel Material drin ist. Aber wie gesagt, es lohnt sich. Und dann eben gucken, ihr könnt ihm noch einen kleinen Push geben oder so. Von unten hochdrücken oder halt ein bisschen ziehen. Und dann zack, geht es in die Position, wie ihr sie wollt. Nice, cool. Warten. Ich gehe da mal. Ich werde mich da mal kurz schminken. Und dann, wenn ich mich fertig geschminkt habe, dann komme ich wieder. Und zack, da bin ich wieder. Genau, das sind meine Haare jetzt nach einer Stunde Trockenzeit. Die werden natürlich nachher noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen voller, noch ein bisschen, ich kann die auch noch ein bisschen auseinandernehmen, je nach Wunsch. Aber so mag ich die eigentlich ganz gerne. Und wie ihr seht, habe ich denen den extra Twist gegeben. Vorhin konnte man sehen auf der einen Seite, dass da noch eben diese eine Locke ist, den ich einen extra Schwung gegeben habe. Das war der Look. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bitte folgt mir auf meinem Channel. Es freut mich immer sehr, wenn ich einen guten Tipp geben kann, wie man eure Haare oder meine Haare so natürlich tragen kann wie möglich. Tschüss und bis bald. Bis nächstes Mal. Bye, bye.